Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde euch heute eine günstige Alternative zeigen, zu Pilgerwagen, Wanderanhänger oder Trekkinganhänger oder Wandersulki genannt. Davon werde ich euch jetzt meine günstige Alternative zeigen, um bei mehrtägigen Fernwanderungen hier schweres und sperriges Zeug besser schleppen zu können. Das werde ich euch jetzt zeigen. Wie einige es wissen, habe ich diesen hier, diese billige Rolltasche, letztes Jahr für mehrtägige Fernwanderungen benutzt, aber auch jetzt für Sauftouren. Dieser Einkaufstrolley werde ich zwar noch immer für Wanderungen nehmen, die ich nur einen Tag lang vornehme, um damit hier meine wesentlichen leichten Sachen hier zu transportieren und damit mein Bier rumzufahren. Aber wo ich dann damit mehrtägig gewandert bin, diese Rolltasche, die war voll überlagert gewesen und die ist ständig umgekippt. Und das hat dann auch noch hier an diesen Gelenken hier wehgetan, das hier immer wieder rumzuschieben. Das war voll scheiße, damit mehrtägig loszulaufen. Und deswegen, weil das hier voll viel zu scheiße ist für mehrtägige Fernwanderungen mit mehr Gepäck und Zelt und so weiter, musste ich mir eine andere Alternative überlegen. Und weil ich Hartz-IV-Empfänger bin, ist mir auch so ein Wanderanhänger viel zu teuer, wenn man den direkt kauft. Und handwerklich bin ich auch nicht begabt, also habe ich mir eine andere Alternative überlegt. Und zwar habe ich mir die billigste Sackkarre vom Bauhaus geholt. Von diesem Baumarkt, der Bauhaus heißt. Link zu dieser Sackkarre habe ich euch in diese Drecksbeschreibung reingepackt. Diese Sackkarre hat nur 20 Euro gekostet. So sieht diese Billigsackkarre aus, wenn die ausgeklappt ist. Und darauf kann man so sein Gepäck lagern. Und in der letzten Wanderung habe ich euch dieser Karton gezeigt und gesagt, dass ich mir eine große Billigtasche gekauft habe. Und zwar, das war die billigste Tasche von dieser Größe gewesen. Und die sieht so aus. Diese Vollfetttasche, die hat nur 25 Euro oder so gekostet. Link zu dieser Billigtasche habe ich euch auch in diese Drecksbeschreibung hingepackt. Und zwar, mir war auf jeden Fall ganz wichtig gewesen, dass diese Billigtasche ganz viel Stauraum hat, damit ich da diese ganzen Sachen da reinpacken kann. Und diese Billigtasche habe ich mir extra geholt, um das hier dran zu machen und das hier rumzuschieben. Aber bevor ich diese Billigtasche dann hier dran montiere, kommt da erstmal mein Wurfzelt drauf, weil da viel zu fett ist. Und zwar, mein Wurfzelt hat so viel Fett dran. Dachte ich mir, man kann diesen Wurfzelt hier einfach so dran montieren. Einfach hier drüber stecken mit den Schlaufen, bevor man die Tasche und so weiter drauf macht. Ach ja, Link zu diesem Wurfzelt habe ich euch auch in diese Scheißbeschreibung reingepackt. Und wenn man diesen Wurfzelt hier drauf montiert hat, dann kann man hier diese Scheißtasche nehmen. Und zwar, diese Tasche kann man hier jetzt so drauf montieren, dass man diesen Gurt so weit wie möglich macht und man dieses Ding, wie heißt denn das Ding nochmal? Dieser Gürtel von der Tasche, das was man auf dem Rücken drauf macht, das packt man dann über diesen Wurfzelt drauf. So, und wenn man das auf dem Wurfzelt draufgepackt hat, auf diesen Wagen, dann hat diese Tasche hier so einen Scheißverschluss, den man normalerweise am Bauch zusammenschließt. Und den kann man hier jetzt zusammenschließen, dann ist er fast fest. Und unten hat diese Tasche hier Hüftgurt auch noch. Und den kann man auch hier einfach ganz super hier befestigen. Das ist voll cool. So, jetzt ist das hier fest. Oder kann man das einfach so ganz normal hier rumschieben, rumfahren. Ja. Befestigt. Und hier oben auch. Also das hier, was man normalerweise am Bauch umschnallt. Oder hier dieser, den man sich am Unterleib rumschnallt. Und dann ist das fest. Das war mir wichtig beim Kauf. So, und hier gibt es ganz viel Stauraum. Keine Ahnung, wie viel Liter das sind.
Aber genug Platz, um hier meine sperrigen Sachen hier mitzuschleppen. Und zwar hier meine Isomatte. Kennt ihr die? Habe ich euch in so einem Drecksvideo schon vorgestellt, dass mir einfach diese Packmasse so fäkalhaft ist und der mich am meisten gestört hat. Aber hier, weil diese Tasche hier so fett ist und so viel hier Volumen hat, da kann man das hier so richtig voll cool reinmachen. Es passt genau rein. Link zu dieser Isomatte auch in dieser verdreckten Scheißbeschreibung. So, jetzt diese Scheiß mein Schlafsack auch reinmachen. Um das hier zu improvisieren, wie viel Platz das hat. So, und jetzt dieser Sack voll mit Klamotten auch hier reinmachen. Mein Sack voll mit Klamotten ist drin. Und jetzt kann man da hier, keine Ahnung, hier Hygienebeutel kann man hier reinschmeißen. Und jetzt ist hier noch genug Platz, um hier Bier reinzupacken oder so. Getränke und sowas. Und hier in diesen kleinen Taschen, also hier ist einer, hier ist ein größerer und hier kann ich, keine Ahnung, so eine Sachen reinpacken, die ich irgendwie schnell brauchen könnte, wie was weiß ich, Schweizer Taschenmesser, Feuerstahl, hier Powerbank, Akkus, Akkuladekabel, Ladegerät und so eine Sachen reinpacken. Das hat auf jeden Fall voll cool dran. Und hier ist noch voll viel Platz für noch mehr Sachen, für Bier und so weiter. Ich würde mir ganz gerne so eine Kühltasche kaufen, irgendwann mal. Hier, Kühlbox oder sowas, dass ich dann hier reinlegen könnte und dann könnte ich da mein ganzes Bier rein verstecken und kühl halten. Das wäre voll cool für bei schönem warmem Wetter oder so. Und so eine Buschbox könnte man da auch reinpacken, aber ich habe noch keine. Will ich mir vielleicht auch irgendwann mal holen. Und was mir auf jeden Fall noch fehlt für eine autarke Stromversorgung, wäre so ein Scheiß-Solarpanel, damit ich nicht mit irgendwelchen ranzigen Gaststätten oder Bäckereien oder so meine Akkus aufladen muss. Dafür will ich mir irgendwann auf jeden Fall so ein Solarpanel beschaffen und das hier einfach so runterhängen. Das wäre voll cool. Ach ja, und ich habe hier noch diesen Stuhl, diese Tasche mit Sitzfunktion. In dieser Tasche könnte ich noch mehr Bier reinpacken und diesen Stuhl einfach hier drüber hängen. Zack. Und dann kann ich hier dann das ganze Bier reinpacken. Aber ich weiß noch nicht, ich bin mir noch unentschlossen, ob ich diese Tasche genauso auch mitnehme, wie ich das sonst immer gemacht habe. Oder ob es reichen würde, dass ich diese Tasche hier vom Stuhl hier abbaue und einfach nur den Stuhl mitnehme. Weil dieser Stuhl fand ich zum Beispiel beim Zähnewaschen, beim Zelten und sowas. Wenn ich mein Zelt aufgeschlagen habe irgendwo, finde ich diesen Stuhl voll cool und praktisch. Der hat mir auf jeden Fall gut unterstützt. Den Stuhl müsste ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber ob ich die Tasche mitnehme für noch mehr Bier, das weiß ich noch nicht. Ah ja, und weil ich nicht weiß, ob diese Billigtasche regenfest ist, weil die so billig ist, ob die auch wirklich 100% wasserabweisend ist, wegen den ganzen Elektrogeräten und sowas. Da habe ich mir das hier geholt. Den habe ich mir auch bei Amazon gekauft. Dieser Link habe ich euch auch unten in diese Drecksbeschreibung hingepackt. Das hier, das ist ein Rucksackschutz für diese Vollfettrucksäcke. Und den kann man, wenn hier Regen kommt, dann kann man den hier einfach hier so rüberklappen. Hier über diese Scheißtasche. Extra damit keine Elektronik-Katastrophe kommt. So, erstmal wieder abmachen. Obwohl das hier nur 25 € gekostet hat. Muss ich mal gucken, wie das hier im Praxistest aussieht. Ich habe das noch nicht benutzt beim Praxistest. Aber dieses Rumschieben, das geht viel einfacher als bei dem anderen. Ich kann hier auch hier ein bisschen Gewicht improvisieren, indem ich meine verdreckten 2x5 kg-Hanteln, Soft-Hanteln hier reinpacken kann. Damit hier 10 kg drauf ist. Und trotzdem lässt sich das auf jeden Fall viel besser schieben. Und auch wegen einer Gewichtsverteilung als bei dieser billigen Rolltasche, die ich vorher hatte. Wenn ich das hier jetzt ganz locker lasse, dann kann man hier sehen, dass das eine ganz gute Gewichtsverteilung hat.
dass das hier angenehmer ist für die Handgelenke und zum Rumziehen und zum Bier und Gepäck rumfahren. Naja, und so bekommt man mit billigen Preisen diese sperrigen Sachen mit. Viel einfacher, als wenn man das Ganze auf den Rücken trägt. So, das war jetzt gerade mal eine verschmierte Vorstellung gewesen. Zum Pilgerwagen beziehungsweise auch Wanderanhänger, Trekkinganhänger und Wandersulki genannt. Und ich freue mich auf diese nächste Benutzung von diesen, von meiner Alternative, die ich euch gerade gezeigt habe. Dass ich das benutzen tue. Mit ganz viel Bier trinken. Mal gucken, wo ich dieses Jahr überall hinlaufe. Wie gesagt, ich habe euch einige Sachen unten verlinkt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.